Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge auf dem Marsch. Wir sind gerade bei der Ernte bei, konnte gerade einen Unfall verhindern. Weil er macht ja drei Vorgewände, ne? Und ich habe nur zugeholfen. Nur der Abfahrer noch nicht da. Vielleicht finde ich drüben einen Abfahrer. Laut Liste müsste jetzt einer kommen. Laut Karte. Hinter mir. Nö, da nicht. Der ist da drüben. Auf der anderen Seite. Da fahren wir jetzt hin. Kommt mal entgegen, ne? Dass wir da unsere Ladung loswerden. Ich kann nur für Karte sehen. 100%, da kriegen wir nicht leer. Auch nicht mehr viel geerntet für. Mal gucken, wo der auftaucht. Ja, der haut mir ab. Da liegt noch ein Baum. Sogar zwei. Noch einer. Wieder zum Holz kommen wir aktuell nicht. Ja, der Autofahrer fährt weg. Das ist ungünstig. Fahren wir eine Runde, eine Ehrenrunde. Muss aber ein neuer kommen. Ich habe den zweiten dazugestellt. Und der ist gerade aktuell zum Hof gefahren. Wir müssen ein bisschen warten. Aber ich fahre ja gerne mal eine Runde, ne? Ich zeige euch mal Feld Nummer 18. Ja, das ist flach, das ist eben. Nichts Neues, ne? So zum Arsch, ne? So allgemein, der Norden ist relativ flach. Es gibt Ausnahmen, das ist, naja, Richtung nach Brandenburg, da ist es eher leicht hügelig. Aber nur echt nur leicht. So. Die PKH noch läuft. Ich glaube nicht, dann müssen wir eher umbauen. Brauche ich noch ein weiteres Förderband, zwei Stück. Muss ich bei Gelegenheit machen. Weil die werden so kurz. Oh, die arbeiten noch. Ja, das ist gut. Staunlich eigentlich. Weil der Einzugsbereich der Förderbahn ist deutlich groß. Wo bleibt der denn, der Autofahrer? Einer fährt da, einer ist für Mais unterwegs. Und der andere, wo ist der hin? Die Schrift ist gut, aber etwas ungünstig nochmal, ne? Das kann man auch garantiert ein bisschen verdecken. Zwar hier dabei jetzt na nicht ja. Gut, können ein bisschen besser sehen, ne? Na, einer kommt, der Fantastikfahrer, dann super. Dann kommst du. Ich habe eine Ladung für dich. Volle 14.400 Liter. Bleibst du? So, gib Gas. Hopfen muss zur Brauerei. Die Leute wollen Bier haben. Übrigens, den Mod habe ich hier glaube ich nicht aktiviert. Ansonsten machen die Krähen Krä-Krä oder so ähnlich. Da ist er. Leer? Leer. Ich komm gleich, bin schon da. Du Vollpfosten. Mach dann die Ehrenrunde. Ja, KI kann nur das machen, was ihm programmiert wurde. Macht er nur eine halbe Bahn, eine Viertelbahn? Ja. Fahren wir gleich mal in Stellung bringen. Das kommt er von oben, wird er kommen. Oben rechts. Und dann werden wir ihm gleich mal während der Fahrt abtanken. Gleich lange warten. War doch Zeit. Packt er da oben.
Hauptsache, komm zu mir. Wahnsinn, das klappt sogar. Noch nicht so früh loben, ne? Wahnsinn. Ich möchte mich beide Drescher haben auf Feld Nummer 6. Ne, 6 nicht, Quatsch. 4. Das 4, Feld 4 ist ein bisschen größer wie die 5. Ne, 6 war gewesen. Habe ich mich von mir in der letzten Folge auch geirrt. Hab die 6 gekauft und nicht die 4. 4 war verdorrt. Sobald beide hier fertig sind, werden wir Mais machen und beide Abfahrer dann auf Mais gestellt, auf Feld Nummer 4 halt, ne? Super! Jetzt können wir gleich die Restarbeit machen. Muss also so gemacht werden. Rohr fahren wir wieder ein. Kleine Ecken noch mit und dann sehen wir gleich zu, dass wir da eine Polle bahn und noch eine Polle bahn und den Rest gleich machen, ne? Dass wir heute noch die Ernte mit Feld Nummer, ja, fertig kriegen wird nicht, aber den Kurs müssen wir speichern, sonst wird das eine Katastrophe nächstes Mal. So. Da haben wir hier keine entgegen, ne? Ah, ne. Denn ich fahre alleine und der andere hat mir Kursblöden. Kursblöden, naja, die sind nicht immer ganz so sauber, sagen wir so, ne? Die sind ein bisschen KI-blind. Nicht immer, aber oft. So, einer pflügt noch nebenbei. Hopfen. Mal gucken, dass er auch fährt, dass er nicht irgendwo festfährt. Das ist so ein relativ kleines Feld mit einem großen Flug. Das ist schon ein bisschen Risiko, dass er sich irgendwo verfranst. Ne? Aber hier müssen wir auch pflügen. Und Feld 17 auch. Und eins auch. Das heißt, sobald wir Zeit haben, müssten wir mal sehen, dass wir noch einen Flug kaufen, einen zweiten. Oder noch einen Traktor dazu. Mal sehen. Können wir später die Aussaat machen auf Feld Nummer 21 mit Weizen. Wenn Gras noch morgen reif wird, dann kommt auf Feld Nummer noch Mähen, also zur, ja, Heutrocknung oder ja, Silage. Ja, mal sehen. Wird aber denke ich mal nicht reif werden. Ja, Gras in dem Sinne wird ja nicht reif, ne? Wird ja nur, wenn man sagt, okay, das lohnt sich noch zu mähen, dann kann man das machen, ansonsten lässt man es bleiben, ne? Also wenn jetzt theoretisch trocken ist und nicht wächst, dann wirst du kein Gras mehr mähen wollen, ne? Wenn das Ergebnis nicht der Rede wert ist. So, wir gleich mal die Ecke mitmachen hier. Reif heißt ja eigentlich, man kann den Samen nutzen, aber so ist der Gras nicht reif. Man sagt ja immer so, die erste Mahd soll dann erfolgen, Ende Mai, Anfang Juni, und das Gras beginnt zu blühen. So habe ich das früher gehandhabt. Und natürlich, wenn es heu werden soll, nach dem Wetter gucken. Ne? Heute ist jetzt relativ einfach. Heute kann man ja gucken, weiß ich, eine App von irgendeinem Wetterdienst, kostenlosen. Und schon hat man da die aktuelle Wetterlage. Ne?
Wir haben sich doch verlassen, was er vorhergesagt wurde. Bei dem Gewitter aufzogen, wurde noch schnell das Heu eingebracht, wenn es im Grunde schon fast trocken war. Ne? Also wenn noch ein bisschen Rest war, musste man die Scheune auflassen, damit da die Luft zirkulieren konnte. Denn wenn es feucht ist, erhitzt sich das Ganze und dann kann es theoretisch zu Feuer kommen. Aber nach 4-5 Tagen ist es vorbei, dann ist es trocken. Dann ist gut. Aber hier gibt es sowas nicht. So, was ist hier auch noch dabei? Nächste Abfahrt wieder weg. Oder kommt schon wieder einer? Wahnsinn! Wenn es mal läuft, dann läuft das, ne? Mais läuft auch noch nebenbei. Und das ist ein kleines Feld. Ein Drescher, ein Abfahrer, kann man gar nicht mehr. Wir müssen noch nächstes Jahr die Flotte erweitern. Gut, ich könnte mit dem LKW eingreifen, das wird auch noch gehen. Aber LKW und Autodrive, einigen Kurven ist ein bisschen ungünstig. Oder Abzweigung und so. Traktor besser. So eine roten Anhänger kaufen, knapp 50.000 haben die, glaube ich. Knapp, leicht runter, ich glaube 48, das geht relativ. Man muss halt mit mehr Abfahrer haben zur Not, ne? Aber die kommen gut klar mit der Strecke hier. Hopfen ist so groß, dass keiner was sieht. Voll, sind fast voll. So, hoffen wir, gleich kommt, ne? Mal sehen, wie er reagiert. Schnell. Möchte auch nicht reinfahren in die Frucht. So, kann's kommen. Oh, schon da. Da ist er. Das ist zwar ein anderer, aber ist egal. Das ist der erste, der uns das erste Mal. Obwohl ich hier keinen. Ja, 0. Doch, 17, ne, ist 18, ne? Also das soll wohl helfen, den Abfahrer zu Orientierung, also dass er weiß, wo ich bin. Abfahrer, ich weiß es schon. Bin hier. So, 10 nach 9, Wahnsinn. Ist, kriegst du langsam Hunger. Aber eine Folge schaffe ich noch. Morgen fahren wir, da geht los über Arbeiten. Das mache ich in 3 Stunden ungefähr. Die Zeit brauche ich aber auch dafür, ne? 3 Stunden. Also die Folgen im Prinzip rendern und das Thumbnail bearbeiten. Ne? Das ist ja, hält noch ein bisschen am längsten auf. Da das ja im Grunde für jedes für jede Folge muss ja alles gemacht werden. In dem Falle 5 Bilder einfügen. Also muss gemacht werden. Also sonst fällt man nicht auf bei YouTube. Meine Feststellung. Mit dem Thumbnail ist es ein bisschen besser geworden. Aufwärts kann man sagen. Im Livestream auch. Und diesen Freitag war es ein bisschen weniger. Und das kann sein, dass draußen warm war, dass viele draußen sind. Ne? Muss man auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass immer alle zu Hause sind. Ne? Aber das ist schon okay. Das ist ja ein paar Wochen. Jetzt haben wir Mitte Juni. Ich schätze mal, Ende Juli werde ich frei haben. Und dann werde ich die Folgen vorausproduzieren. Das heißt, auf Deutsch, ich werde mal ein Stück, so 14 Folgen hochladen, um die Zeit zu überbrücken. In der Hoffnung, dass das reicht. Werde ich aber noch ankündigen vor rechtzeitig. Also die Folgen trotzdem kommen. Zwar nicht so ohne Livestream, das klappt dann nicht.
Denn ich kann nicht am Freitag zurückfahren und sagen, ich bin am Freitagabend zu Hause. Das klappt dann garantiert nicht. Muss man mit dem Blödheit der anderen rechnen, ne? Also ich selber kann zwar ungefähr sagen, ich schaffe das in der Zeit, aber wenn mega Stau ist, ne, dann ist es nicht möglich. Alle schon gehabt zur Ferienzeit, zumal sie alle jetzt auch in Deutschland Urlaub machen wollen. Das ist Zirion, ja gut, das ist ein Flügel. Und klar. Muss ich gleich mal schauen. Lass ich Helder fahren, ne? Und dann gucken wir nach den Zerion, ne? Ah, hier. Irgendwo war da eben eine Kurve richtig. Ups. Hat er eben genau ein Gewicht gepackt, ne? Aber wie das geht, weiß ich auch nicht, ja. So. Gehen wir ganz kurz nach vorne. Das ist erstaunlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, gut, es kann sein, dass ich die Kurve kriegen wollte. Also muss ich ein bisschen rüberschieben. Und deswegen habe ich schon viel Vorwände genommen, aber es hat ja wohl nicht geklappt. Das grüne Zeug kann ich denke nicht sehen. Ich habe ja starken Bauer, Mensch, Junge. In dem Fall ist aber starke Bauer genau richtig. Mal so 2000 Kilogramm heben, ne? So viel Grün. Kommt keine Hand, ne? Ein Traktor auch nicht. Schon ein Ding. Ich dachte schon Absturz. Gerettet. Oh, so die Show, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss. Ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja. Samstag. Schon noch einen schönen Rest am Samstag. Tschüss.